Guten Tag, Herr Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Tag, Herr Kaiser. Na nur, du kennst mich noch. Seit 1972 war er das Werbegesicht der Hamburg-Mannheimer Versicherung. Herr Günther Kaiser, der vertrauenserweckende Versicherungsvertreter. 18 Jahre lang verkörperte der Münchner Günther Geiermann diese Rolle und wurde damit zu einem der bekanntesten Werbegesichter Deutschlands. Heute lebt der mittlerweile 73-Jährige allein in München. Der ausgebildete Schauspieler spielt noch im Theater, hält Lesungen und arbeitet als Sprecher. Dass er so bekannt geworden ist, sieht er unter anderem in der damals überschaubaren Fernsehlandschaft begründet und in der zeitlichen Positionierung der Spots. Da war man so bekannt, wenn das vor der Tagesschau kam, immer jeden Tag, fast jeden Tag, ich weiß nicht mehr, da habe ich schon auch Autogrammkarten immer gehabt. Heute ist einer, der viel Werbung macht, der nicht populär wie ich war. Zwei Programme können sich gar nicht vorstellen. Ich bin zum Beispiel hier hingegangen, kamen Leute dauernd auf einen zu. Das waren wenigstens zwei Programme, das kann man sich nicht vorstellen. Dann spiele ich Theater, das sind so Leute, sogar Leute im Theater, um mich zu sehen. Allerdings hatte die Werbespotrolle Auswirkungen auf seine schauspielerische Karriere. Einige Regisseure hatten Bedenken, den Vertreterdarsteller zu engagieren. Theater ging es los, da hatte ich nicht mehr gewisse Rollen gekriegt. Ich habe nur noch an freien Theatern gespielt. Ich bin mal ans Theater der Jugend, die Kammerspiele gekommen, weil ein Kollege krank wurde, hat mich ein Regisseur vorgeschlagen, der mich kannte. Und da sofort haben die abgefahren, als sie hörten, wer ich war, und keine weitere Rolle gekriegt. Ich bin überzeugt, wenn es die Hamburg-Mannheimer nicht gemacht hätte, ich war anders auch viele Rollen gespielt. Ich bin überzeugt. Das habe ich nicht auf einmal erfahren. Da war es zu spät, habe ich gesagt, in den 80er habe ich es erfahren. Aber gemerkt habe ich gesagt, jetzt ist es egal. Wenn ich jetzt aufhöre, verliere ich das Geld und kriege sowieso nichts mehr zu tun. Den kenne ich doch vom Fernsehen. Na klar, das ist doch der Mann von der Hamburg-Mannheimer, Herr Kaiser. Immerhin war der Job lukrativ. Denn für nur wenige Einsatztage im Jahr gab es eine ansehnliche Gage. In den letzten 4 Jahren etwa erhielt er 25.000 Mark im Jahr. Dies habe zwar aus ihm keinen reichen Mann gemacht, sei aber ein gutes Zubrot zu weiteren Engagements gewesen. Meistens bekam er nur kleine Rollen. Bei großen Produktionen behielt er selbst diese nicht lange. Ich habe ein Erlebnis im Tatort, eine Rolle im Tatort gehabt. Ein jüngerer Kommissar, Wim Felmy. Also ich habe eine kleine Rolle, keine große Rolle. Ich war ja noch jung, 72. Sagt der Felmy noch, gib acht, die schassen dich. Und zusammen gemacht, da hieß es eine Rolle, ich sollte nicht weiterspielen. Habe ich eine Rolle ausbezahlt bekommen und konnte nicht weiterspielen. Trotz der Hürden, die ihm seine Auftritte als netter Vertreter bescherten, bereut er die Hauptrolle in den Werbefilmchen der Versicherung nicht. Ebenso wenig wie andere Tätigkeiten in der Vergangenheit. Warum denn? Jetzt so tun, auch bei gewissen Filmen, die ich gemacht habe, stehe ich auch dazu. Ich habe nie nackt gedreht oder sonst wie, was soll es denn? Jetzt wie andere, da freue ich mich nach, ich war jung und ich kannte Quatsch. Alles, was ich gemacht habe, zu dem stehe ich. Die Versicherung pflegte den Kontakt auch nach seinem Werbeaus 1990. So lud sie Geiermann etwa auf Firmenfeste ein. Seit seinem 65. Lebensjahr zahlt sie außerdem eine Minirente von 200 Euro pro Monat. Ab und zu bekommt Geiermann sogar heute noch Fanpost und Autogrammanfragen.